Ich finde aber, dass es bei Boulez sehr oft ja, das Entscheidende andere eben noch bekommt, nämlich wo es wirklich Kunst wird, wo sowas Irres, auch Obsessives dazu kommt. Da stehe ich hier gerade vor einem Stück Rituell. Das geht um ein, im Prinzip um ein, ja, man kann nicht mal sagen Motiv, eine Geste. Bobby, Bibom. Ja, also das Simpelste, was es überhaupt gibt, da macht er ein überhalbstündiges Stück draus. Da gibt es schon Momente, wo ich, sage ich ganz ehrlich, wo ich mir auch denke, Mensch, das habe ich jetzt doch aber jetzt gerade schon ganz oft gehört. Aber er schafft es irgendwie immer wieder, das so zu verwandeln und dann einen noch weiteren Klang dazu zu bringen, dass ich sinnlich, in meiner sinnlichen Wahrnehmung immer dabei bleibe.